Ja, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Helge. Ich habe früher gerne Bogen geschossen, das geht aber im eigenen Garten aus Sicherheitsgründen eher nicht. Jetzt bin ich neulich auf Katschis oder Zwillen oder Steinschleudern gestoßen und fand das eine sehr interessante Idee. Das schießt sich, glaube ich, gar nicht so unähnlich wie intuitives Bogenschießen. Bevor ich mir eine bestelle, weil ich noch nicht ganz sicher bin, was ich da haben möchte, habe ich aber Lust, an diesem Sonntagnachmittag mir einen Kugelfang zu bauen. Denn mit diesen kleinen Tonkugeln rumzuschießen ist eine endliche Sache. Wenn man irgendwas baut, wo man die mit auffangen kann, wäre das ja ganz cool, um sie einfach wieder zu verwenden. Ich habe jetzt hier so ein paar Reste. Vom Rampenbau steht hier noch so ein Teil. Es liegt hier ein bisschen Plane rum. Ich habe Dachlatten und ja, so ein bisschen Restholz. Ich werde mich einfach mal versuchen, wer Lust hat, guckt zu und mal sehen, ob wir am Ende eine Runde schießen können. Viel Spaß! Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einwerfen, dass alles das, was in diesem Video gezeigt wird, mein eigenes Risiko ist, dass ich hier nichts zeige, wo ich sage, baut das unbedingt nach, genauso muss man es machen. Das ist keine Bauanleitung, sondern das ist lediglich eine Dokumentation dessen, was ich in meinem Spieltrieb mal wieder ausprobieren musste, was mir Freude macht. Bitte, bitte, wenn ihr euch mit Werkzeugen, vor allem mit Werkzeugmaschinen und natürlich mit Zwillen und all dem, was so durch die Luft fliegt, beschäftigen wollt, dann habt immer ein bisschen im Hinterkopf, was kann passieren. Seid ein bisschen achtsam, habt Respekt. Ihr müsst keine Angst haben, aber habt Respekt. Denkt darüber nach, was ihr tut und macht alles auf eure eigene Verantwortung. Vielleicht kennt ihr das, wenn man von irgendwie einer Sache nicht wirklich Ahnung hat, sich aber ausdenkt, was man dafür baut. Das hier ist jetzt mein Kugelfang. Hinten wird er natürlich noch geschlossen. Da kommt noch eine Plane oder eine Folie vor. Ich habe mir überlegt, dass es cool wäre, wenn die Kugeln nicht verdutt gehen, sondern sich sammeln. Ich habe mir einen transparenten Joghurt-Eimer besorgt. Den hänge ich da jetzt einfach drunter. So ist die Idee. Das soll jetzt mein Kugelfang sein. Ich habe jetzt eine Handvoll von Kugellagerkugeln. Die werfen da jetzt einfach drauf und gucken mal, ob die sich da so sammeln. Das ist jetzt Premiere. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Okay. Ich hoffe also, dass wenn die da hinten gegen die Plane fallen, die dann runterfallen und gesammelt werden. Wenn die Kugeln so doll springen, wenn sie von oben runterfallen, dann hüpfen die auch über meine wunderbare Kante. Seht ihr, das habe ich mir schön ausgedacht. Und in der Praxis wird es dann doch nicht, wenn die hier oben gegenprallen und ich lasse sie dann fallen, springen die mir sofort raus. Vielleicht muss man da Pappe reinlegen oder irgendwie einen dicken Stoff oder irgendwas Weiches. Mal sehen. Ich sage euch, was ich mache, wenn ich bei solchen Situationen nicht weiter weiß und das erstmal nicht geklappt hat. Ich räume meine Werkstatt auf. Dabei kommen mir meistens gute Ideen. Spannend ist das Ganze jetzt. Mit ein bisschen Spiel. Ich hoffe, dass wenn da eine Kugel einschlägt, dass die ganz gut gefangen wird und dann da runterfällt. Und hoffentlich nicht komplett wieder rausspringt. So ist das. Try and error. Die ganze Box wirft unglaublich gut zurück. Jetzt habe ich die Idee gehabt, Kunstrasenteppich zu nehmen, aber auch wenn ich da eine Kugel gegen werfe, springt die richtig schön zurück. Zack. Unglaublich. Springt richtig doll. Wahrscheinlich müsste da ganz locker was dahinter hängen, was die komplette Energie aufnimmt. Mein ganzes Experimentieren mit der Folie und so hat überhaupt nicht funktioniert. Mir sind hier die Kugeln, obwohl ich sie nur reingeworfen habe, im Keller um die Ohren geflogen. Am Ende hatte ich Hilfe von meiner Frau, denn die kann mit Textilien, das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Und wir haben gemeinsam rumprobiert. Was bei rausgekommen ist, ist dieses schöne Stückchen hier. Die Idee, dass die Kugeln runterfallen und sich in einem Eimer sammeln, die kann ich komplett knicken.
Aber damit kann man immerhin ein bisschen Spaß haben. Ich habe zwar noch keine Zwille, aber mit Werfen geht es ja schon ein bisschen. Und die meisten bleiben drin. Also für den Garten auf jeden Fall eine coole Nummer. Da drin hängen jetzt ein Joghurtbecherdeckel von so einem Litereimer. Und da drüber ein halbierter Golfball. Mal gucken, ob ich irgendwas treffe, wenn ich jetzt hier werfe. Es macht auf jeden Fall jetzt schon Spaß. Und selbst wenn es nicht funktioniert hat, wenn man solche Dinge ausprobiert, baut, macht und auch selbst wenn man scheitert, Erfahrungen macht man immer. Die ist drin geblieben. Auch die hat getroffen, immerhin. Und sie ist drin geblieben. Das ist doch schon mal cool. Na gut, eine hat getroffen. Der Teppich fängt, der ist hinten nicht mehr stramm gemacht, sondern hängt einfach nur locker dahinter. Und vorne aber eine große Tasche. Jetzt werde ich gerade angerufen. Na gut. So funktioniert es zumindest für den Anfang mit nicht so hartem Wurf. Weiter geht's, wenn das Katapult da ist. So, komm, einen machen wir noch. Vielleicht trifft er noch mal eine. Drin geblieben. Das, was ich beim Bogenschießen so geliebt habe, war dieses nahezu Kontemplative. Das geht aber eben im Garten nicht. Und ich hoffe, dass das mit einer Zwille, wo man ja auch den gleichen Auszug hat, immer gleich ankern soll, dass das mit einer Zwille so ähnlich wird, aber eben auch zu Hause machbar. Jetzt steht mein Kugelfang draußen im Garten. Mal auszuprobieren, wie der sich so schlägt, wenn er die Kugel kriegt. Und die hier ist mir gerade bis in den Nacken zurückgekommen. Also dieser Kugelfang war ja schon fast zu befürchten. Funktioniert nicht, absolut sicher. Ich schieße jetzt ungefähr seit einer Viertelstunde in meinem Leben Zwille. Ich habe mir natürlich auf YouTube das angeguckt, da gibt es ein paar sehr, sehr interessante und ich finde hilfreiche Videos, wie man das macht. Vieles wird man ausprobieren müssen, ein bisschen was kenne ich vom Bogenschießen. Das hier ist jetzt ein Formcheck, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was da dringend zu verändern ist. Ich lerne gerne und ich finde YouTube ist eine super Plattform zum Lernen, wenn man lange genug guckt und sich die guten Sachen raussucht. So, jetzt hat meine Frau mir die Zwille aus der Hand genommen, jetzt darf ich nicht mehr. Dafür zerlegt sie mir den kompletten Joghurtdeckel. Nicht so einfach. Ich habe es jedenfalls noch nicht raus, aber hier liegen Scherben und so sieht es im Kugelfang jetzt aus. Vielleicht ja doch zu erkennen, dass das einiges Gefangene drin liegt. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es war auch einiges, was jetzt auf der Wiese liegt. Dieser Kugelfang in diesem kleinen Raum, ohne Schutzbrille und Ritterrüstung, ist lebensgefährlich. Also die pfeffern da natürlich raus, als wäre das eine harte Betonwand. Das hat gar nicht funktioniert. Aber danach kam die nächste Idee und die funktioniert. Guckt, was hier hängt. Was ihr hier seht, sind 6 Stoffschichten von diesem ziemlich durchsichtigen, dünnen Zeug. Wir haben einfach die alte Umrandung vom Trampolin genommen und zerschnitten. Die Maschen sind relativ groß, eine 8er-Kugel geht aber nicht durch. Und in dieser Masse ist das wirklich zumindest für Tonkugeln ausreichend dicht.
Als Ziel zum Ausprobieren habe ich einen ziemlich schlechten, billigen Frisbee-Ring genommen. Der hängt jetzt hier. Papier davor gespannt und einfach ein Fadenkreuz drauf gemalt. Das ist natürlich noch völlig intakt. Das macht große Freude. Alles mit der gleichen 8 mm Tonkugel. Und für im Prinzip noch nie gemacht sind die drei Dinger da gar nicht so übel. Und man kann es tatsächlich zu Hause im Keller machen. Ich bin richtig begeistert. So was Cooles.